Ah, der Fahrstuhl. Nee, doch. Das sind zwei Räume, die so aussehen und das der Anfang war auf der anderen Seite, hinter der Wand. Deswegen bin ich auch so confused gerade. Ah, okay. Ja, doch, jetzt habe ich langsam einen Plan im Kopf. Kann sein, dass hinter der Treppe welche sind. Pass auf mich auf, bitte. Da ist tatsächlich niemand. Nicht, hier auch nicht. Nee, aber da ist ein Bonfire. Oh, dann ist das, glaube ich, das Bonfire, was ich meinte. Oh, dieses Feuer, das ich meinte, nennt sich Born. Dein Ernst? Das hier ist der Außenbereich, den ich meinte, glaube ich, weiß ich nicht. Nee, hier laufen keine Golems rum. Aber es muss relativ in der Nähe sein. Weil das ist nämlich aus dem Feuer auf so ein Podest. Ich werde erstmal noch rumgucken hier. Ist ja interessant, dass der Raum so leer ist. Was hat's eigentlich mit diesem Ding hier auf sich? Was? Oder sieht das nur so aus, als ob das was wäre? Hier, das da. Da kam da hinten diese Vorrichtung. Oder sieht das nur so aus? Was, diese Globen hier, oder was Nein, meinst das du? hier. Da kann man nichts mitmachen. Das ist so ein, gab einfach so ein Leseständer oder sowas in der Art, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Ernsthaft. So, diese Seite noch, ja. Hi, hab ich hier jetzt angesteckt? Hier ist ja echt nix! Oh Ja, ich Mann. verstehe den Sinn hier hinter auch noch nicht so ganz. Also irgendwie, keine Ahnung, es ist groß, hier sind viele Gegner, aber was bringen tut's irgendwie nicht. Also ich glaube, wir müssen jetzt in den Außenbereich, oder? Ja, bei dieser einen Leiter da irgendwie. Ja. Aber dieses Bonfire ist dann auch komisch gelegen. Ich meine, hier sind noch ganz viele Gegner im Gang. Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, dann mal ran. Achtung, der rechts. Da ist nichts. Doch, ein weiter. Das ist so geil. Achtung, rechts. Das ist auch nicht der Raum vom Anfang, das ist einfach nur Doch. etwas. Guck doch mal links Stimmt, runter. da ist ein Aufzug. Warte mal! Den kannst du. Nutzen. Wofür? Du solltest aufpassen, dass du keinen Pfeil ins Knie und in den Rücken kriegst. Was ist denn jetzt der Plan? Ich, Clearen! Ich will hier noch erkunden. aber hier waren wir doch schon. Ja, aber in den oberen Stockwerken nicht. Ich will die Bogenschützen weghaben. Aua. Wir können noch ein Stockwerk quasi, ne, oder? Warte mal. Moment mal. Der Aufzug. Wo fährt der jetzt überall hin? Genau, die sind dann nämlich hier reingesprungen, dass man quasi in diesem Bereich schon vorher kam, ohne dass man zu dem unsterblichen Steve geht. Der fährt einen wieder ganz nach oben. Okay. Was ist denn die Bildwand? Ja, da gehen wir aber nicht durch, das hat ja keinen Sinn. Ja, wie lösen wir das denn jetzt, dass sie Okay, nicht mehr nee, also unsterblich ja, ist? wir müssen wieder da, wo die Dings da war. Diese. Ach nee, der ist hier wieder angehalten. Okay, Die gut. magische Treppe. Ja, die Leiter halt. Was läuft denn da jetzt rum? Hä? Da läuft nichts. Okay, das ist eine Leiche, die hier an der Wand lehnt. So. Gut. Also wieder nach oben. Wie Mann, oh Mann, kriegen oh wir Mann, denn oh Mann. jetzt den Drachen nicht mehr unsterblich? Anderer Bossraum wird kommen. Ah, okay. Aber kommt noch ein ganz anderes Gebiet, was dich wahrscheinlich sehr abfacken wird. Nee, war das nicht auf dieser Seite? Nein, nein, das war auf der. Also hier, wir müssen die Treppe dafür drehen. Also. Kommt nämlich ein. Ach, ja. Ich will dich nicht spoilern, du musst es halt einfach sehen. Um dann die Evelyn ranzukommen, musst du im richtigen Moment von der Treppe abspringen, übrigens. Das ist ganz toll. Ich rutsch einfach runter. Hier ist ein Nebel.
Und ein sehr lustiger Scha. Ja. Hast du das auch gesehen? Was macht das? Ne! Ah, Was geht jetzt macht ab? das Bonfire Sinn. Ja, willst du dich da mal dran setzen? Eigentlich nicht, noch nicht. Okay. Das ist noch ein Hebel. Der aktiviert wahrscheinlich dieses Nicht Button den und hier. Hebel. Tausendvierhundert HP haben die. Der aktiviert das hier, wo ich gerade drauf laufe. Symbol der Gier. Verzaubertes Falchion. Hier ist noch eine Truhe. Hier ist noch eine. Mom! Kristallglut. Ja? Ach, die. Kanalisiererausrüstung. Das noch War eine das hier Truhe. alles? Gab es hier nicht noch einen anderen Weg gerade? Habe ich mich verguckt? Ja, aber das ist noch eine Kiste. Hier gibt's noch. Was? Noch eine? Wo? Ja, boah, du bist gerade voll dran vorbeigelatscht. Hier. Ist überhaupt nicht gesehen, ey, Alter. Riesenzellenschlüssel. Ah, das wird die große sein. Oh Mann, Wahrscheinlich, ja. ey. Muss ich da auch wieder zu uns zurück. Und was ist hier? Ah, guck Gibt's mal. noch eine Kiste? Ach so, das war Ja. der Raum. Ja, okay. Oh Mann, mein Hirn ist bald überlastet, wenn das so weitergeht. So viele Kisten. Nee, das nicht. Ist sehr die Levelarchitektur. Ja, das ist ja das, was mich ja gerade so confused. Mich Logan befreien. Kann ich auch später machen, glaube ich. Logan wird später übrigens in dem ersten Thief-Boss-Raum anzutreffen sein, dann. Und da ist er Ach. dann durchgeknallt. Warum kriegt die nicht. Alter, so viel Müll. Schön. Noch eine Hier steht. Truhe. Prismastein, 20 Stück. Oh ja. Ich weiß, wofür die sind. Ich weiß, wofür die sind. Ich habe nur 6 Estus übrigens. Bist du jetzt hin? Ach da. Ah. Le Hä? Außenbereich. Ja, eigentlich müsste man ins Bonfire, aber naja. Hier ist übrigens einer von diesen Kristallgolems, so ein Goldener wieder. Da ist die Tochter von Sigvard drin. Hä? Wer ist Sigvard? Den hast du getötet. Hab ich? Ja, bei mir. Oh! Den ich aus Versehen runtergeschubst hat, weil es gebackt Wie hat. auch immer du das hingekriegt hast. Hast du die Folge gesehen? Ja, ich verstehe es nicht. Ja, aber bei mir war da eh alles verbuggt. Ich hab's gesehen. Bei dir waren die Gegner irgendwie nicht da. Also Richtig. nicht am Leben. Ich will mich erstmal hier im Wald umgucken, ne? Weil das ist das Gebiet, was dich abfacken wird. Diese Diese. Kristallhöhle da. Okay. Guck mal, der orangene Golem ist bei mir gar nicht da, irgendwie. Vielleicht ist der einfach woanders. Nee, der sollte hier sein. Vielleicht. Nee, der da hinten ist auch blau. Wir müssen einfach mal die Ränder hier abklappern. Ja, genau. Weil da vorne ist nämlich um die Ecke noch einer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann bald nicht mehr irgendwie. Weiß nicht. Definiere, du kannst bald nicht mehr. Oh, du bist fast tot. Da hinten nicht ein Item. Oben ist, glaube ich, noch ein Kristallgolem. Kristallausrüstung. Kristallausrüstung? Wow. Kristallstumpen, Gamaschen, bla. Do you mir helfen tun?
Ja, ich komme. Da vorne ist noch ein Golem. Und noch einer und noch zwei und drei. Ach, was zur Hölle? Ich will wirklich jede Ecke absuchen, ob sie irgendwas bewachen. Ja, wo springt der denn hin? Vor mir Ist vorbei. Nirvana. Zu Kurt Cobain. Warum denn zu Kurt Cobain? Weil der Leadsänger von Nirvana ist. War. Er ist ja tot. Also er ist im Nirvana. Jetzt ja, quasi. Ja, ganz ehrlich sagen, ich könnte dir jetzt auf Anhieb kein Lied von Nirvana aufzählen. Smells like Teen Spirit. Das ist auch das Einzige, was ich beim Namen kenne. Und auch vom Song Ganz an ehrlich, sich. ich wüsste nicht mal, wie das geht. Weil ich von Nirvana halt einfach keine Ahnung habe. Doch nicht. Sah so komisch aus. So viel Ist zu bei Golden mir Axe 2 einfach nicht Golem. da, wahrscheinlich weil Sigvard tot ist. Oh, das kann sein. Müssen wir da mal bei mir gucken, ob der dann da ist. Kann man dem seine Tochter denn befreien? Ja, genau. Du tötest einfach den Golem und dann ist sie frei. Ach so. Oh ja, jetzt geht's da unten rein. Na, dann wollen wir mal. Und schauen wir mal heraus, finden wir mal Ja. heraus, warum mich das abfacken soll, das Gebiet. Die Sache ist die, du weißt, was auf uns zukommt, ich nicht. Okay, es sieht schon cool aus. Du bist total begeistert, merke ich. Die ziehen auch verdammt viel Ausdauer, die Typen. Ist So, ja nicht so, dass. gleich muss ich mich konzentrieren und zwar stark konzentrieren. Das wird so schlimm. Hier wirst du gleich übrigens Mondlicht-Schmetterlinge sehen. Da ist zum Beispiel einer. Einfach ignorieren. Okay, alles klar. Einmal das. Menschlichkeit, sehr schön. Siehst du jetzt, worauf ich hinaus will? Das war der allererste Boss, den wir geplättet haben, gell? Nein. Der Mondlichtschmetterling. Das war der erste optionale Boss, den wir geplättet haben. Ach so. Eine Entwicklernachricht? Es gibt hier irgendwo ein Item, wo man einen ganz komischen Weg hinnehmen muss, um daran zu kommen, über diese unsichtbare Scheiße. Ich weiß nicht, warum Entwickler es lieben, sowas einzubauen. Ich fand's bei Link to the Past ganz lustig, ne? Da auf dem Emulator die Layer richtig einstellen, dann kann man das sehen! Doof. Ja. Magst du mir helfen, da wieder hinzukommen? Ich leg mein Symbol. Na, jetzt kann ich hier unten das Ding aufmachen und gucken, was da für ein Item liegt. Wo hast du es denn gelegt? Da, wo man es legen kann. Und das ist oben an der Tür. Scheiße. Au. Was war das denn gerade für ein... Wieder Low HP, ey, ich hasse es.
Kann man die parieren? Ich weiß es nicht. Ich backstabbe lieber. Das tötet sie nicht komplett. Wieso hat meine Aufnahme abgebrochen? Weiß ich nicht, wann hat sie abgebrochen? Weiß ich nicht. Da ist das Mikrofon in der Fresse. Ich würde mal ganz persönlich sagen, Platte voll. Ernsthaft? Mhm. Oh. Wieso habe ich da eine Terraria-Aufnahme drin? Ja, dann müssen wir wohl Feierabend machen. Boah, das wird so dreckig, da unten durchzukommen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo hat der das hingespeichert? Nur mal so als Test. Oh. Können Sie die Türen aufmachen? Hä? Ordner D. Warte mal, warte mal. Moment, das ist... Ey, die können die Türen nicht aufmachen. Haha, geil. Ich hab einfach die Zellentüren wieder zumachen, ah, dann kommt, können die Gegner da nicht raus. Tobi. Die Aufnahme hat gestoppt beim ersten Kristallgolem in der Höhle. Na gut. Also quasi, wo wir Richtung ersten... Also, nachdem du dieses Item aufgesammelt hast, wo wir über den ersten Weg gegangen sind, über den ersten Unsichtbaren. Ah! Perfekt. Also, man hat nichts verpasst. Nicht viel, zum Glück. Ja, ich habe gerade herausgefunden, dass man die Gegner einsperren kann in den Zellen wieder, indem man die Türen einfach wieder zumacht. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Kriege ich die denn jetzt hier alle raus? Im Bogen. Oh, Bogen tötet die fast. Nice. Easy as fuck. Ich weiß gar nicht, warum Eddie und Dennis hier gestorben sind. So, jetzt kann ich... Jawohl, ich kann diese Tür aufmachen jetzt. Oh, thank you. That makes twice. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them. Prepare to be impressed. Ja, von ihm kann man dann diese Kristallmagie lernen, wenn man ihn befreit hat. Und was ist hier hinten? Feuerhüterin-Seele. Okay. Haben wir nicht. Ist das raus. Ist natürlich doof. Was? So, ich mache jetzt noch Level-Ups und dann würde ich sagen, hör mal auf, oder? Okay. Also ja, ich habe mir noch eine Feuerhüterin-Seele geholt. Bin der Meinung, man kann sich dahin porten. Ansonsten habe ich ja eh die Abkürzungen aufgemacht. Also gehe ich mal eben kurz die Seele abgeben, gucken, ob das endlich mal was upgradet. Wahrscheinlich nicht. Und dann werde ich zum nächsten Mal mit dem Savegame Editor mir das einfach hinbasteln. Mach das. Ich bin der Letzte, der da was dagegen hat. Bei diesem Leuchtfeuer ist kein Teleport möglich. Ach so. Gut. Party beenden. Wow. Ganzes ein Level up, du.